Und es geht direkt hier weiter. Ich glaube, ich habe versehentlich ein wenig falsch geschnitten, aber das ist jetzt auch egal. Weil Hauptsache ist, dass wir ihn schaffen. Und er mich nicht frisst, wie es gerade tut. Um 147 abzieht. Ja! Na Gott sei Dank. Das hätte. Nein, das hätte nicht mehr auf den anderen Teil gepasst. Leute, das war verdammt knapp. Ja. Wir haben kein einziges Heil-Item mehr. Ich glaube, ein einziges Bonbon hat man noch. Aber es ging ja, noch gut aus. Das Fiese an dieser Stelle ist, was ich gerade auch zur Sache schon gesagt habe, man kann nach der Fratzenwand nicht nochmal zurück und sich irgendwie heilen oder nochmal neu eindecken. Es geht nicht. Ihr müsst es, müsst beide am Stück machen. Das ist das Fiese an der Sache. Übrigens, auch wenn er ein Stückchen weg ist vom Schneiden, wir haben den nicht irgendwie offscreen weiter malträtiert oder irgendwas in der Art gemacht. Das könnt ihr ja wahrscheinlich anhand der HP gleich sehen. Und dann, naja, gut. Rose! Lass sie doch! Oh Gott. Schnüff! Schon gut, ich bin okay. Ich finde ihn noch. Oh mein Gott. Bin ich froh, dass dieser... Gott. Warte mal, jedes Mal denke ich mir... Lässt sich nicht mehr öffnen. Jedes Mal denke ich mir, wir haben so weit gelevelt, eigentlich kann uns gar nichts mehr passieren. Nutzt doch das Seil. Ja, stimmt. Und jedes Mal werde ich überrascht und mir wird gesagt, nö, da kann doch noch einiges passieren. Also ja. Grunde, ihr könnt leveln bis zum Unfallen. Unfallen? Nein, es ist kein Unfall. Bis zum Umfallen. Es hilft nichts. Es ist nach wie vor. Es hilft schon was. Es hilft was. Es steigert deinen Angriffswert, aber leider nicht deine Verteidigung irgendwie. Ja, das Gefühl. Ja, richtig. Du hast halt mehr HP, aber was bringt dir die HP halt, wenn er dir irgendwie 480.000 abzieht mit einem Schlag? Und du sagst, ja, nö. Tot. Jo. Naja, gut. Hauptsache, dir jetzt geschafft. Wir haben neue Waffen-Orbs, sogar ein ganz tolles, und zwar das Schwert. Nein, nicht nochmal. Und die Peitsche. Richtig. Und den... Nein, Boomerang. Auch, auch. Und die Peitsche. Ach. Auch. Ah. Das Schwert haben wir doch gerade gefunden. Ja. Man sieht schon, die nächsten Verbesserungen kosten schon um einiges mehr. Hier zum Beispiel 6000. Ich schau mal gerade nach, was unser Schwert jetzt kann. Das Dämonenschwert, effektiv gegen Dämonen und Untote. Ja, es kommt ja... Wie gerufen, nur halt ein bisschen zu spät. Habt ihr wieder volle HP oder MP? Nein, habt ihr nicht. Gut, dann gehen wir noch schlafen. Und nochmal shoppen. Das auf jeden Fall. Weil Geld haben wir ja jetzt. Oh mein Gott. Und wir schlafen da links neben dem Bett. Die Kobold in der Mitte fällt fast raus. Oh Gott, oh Gott. Und nach der Uhr im Hintergrund ist es immer 3 Uhr. Ja, und genauso schlafe ich auch, wenn meine Freundin da ist. Weil die immer das ganze Bett für sich einnimmt. Also ich kenne das nur zu gut. Nur ich verstehe nicht, warum die das machen. Die sind alleine. Komm, wir müssen shoppen. Das ist, glaube ich, Shoppen ist unten. Eigentlich doch. Irgendwie leckt es gerade ein wenig. Ein wenig, ja. Ich weiß zwar nicht warum, aber es, glaube ich, hat schon wieder nachgelassen. Ja, jetzt ist es wieder normal. Sehr schön. Kauf. Ja. Lass dich das mal machen. Du kannst das so gut. Gib mir alles, was du hast. Gib mir deinen Saft. Gibt dir meinen. Igitt. Ja, ich meine das bezogen aufs Lebenswasser. Ja, natürlich. Und was gibst du ihm für einen Saft? Mein Geld. Weil in der Malerwelt zahlt man mit Saft. Ja. So. Wie ihr seht, wir haben höchstens noch 2 Bonbons. Ja. Also, es kann... Wir haben eben auf keinen Fall irgendwie offscreen weitergemacht. Das ist direkt in einem durchgelaufen. Und ich bin glücklich, dass wir ihn geschafft haben. So. Wo lang müssen wir? Hier zu dem Mann mit der Schweinemütze zufällig. Hilfe, Mami! Da hoch? Ja, dann... Narf. ja, wo müssen wir jetzt hin? Weißt du das? Ja. Da hoch? Sim. Hier war, glaube ich, Heidi. Ja. Ja, stimmt. Fragen wir sie mal, was sie... Oh, alle. Punkt, Punkt, Punkt. Heidi? Ich habe sie untersucht, konnte aber nichts feststellen, gesagt, außer dass sie sehr schweigsam ist. Ich hab's doch von Anfang an gesagt. Ja. Ich überlege gerade, wenn wir jetzt da hochgehen. Kommen wir nicht hoch. Nein? Nein, wir müssen zuerst zu Sarah. Okay. Wir können trotzdem mal schauen. Okay, du hast recht. Die sagt uns dann nämlich, dass sie eine Einladung vom König hat und dann folgen wir ihr. Okay, und wo ist Sarah? Im Quartier, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und da hinten klingelt das Telefon. Ja, da. Wie sieht ihr denn aus? Oh, Hagen ist verschwunden?
Du Arme. Angeblich hat Tantalus inzwischen seine Meinung geändert. Er will sich jetzt für den Frieden einsetzen. Wer es glaubt. Ich glaube dem Imperator. Wir haben es geschafft. Das Imperium... Ach Quatsch, der Imperator hat seine Meinung geändert. Darauf haben wir so lange gewartet. Lasst uns gehen. Kommt mit uns. Nach diesem Gespräch wird alles okay sein. Ihr werdet sehen. Alle nicken sie. Wir gehen vor. Ja. Ich bin hier der Mann, ja? Wärst du wohl gerne. jetzt überlege ich. Stopp. Wie lange brauchen wir da oben? Ja, ich würde hochgehen, mit dem König sprechen und alles weitere im nächsten Video. Okay. Wenn der Mann das sagt, dann machen wir das so. So, da kommen wir nicht hin. Allem Anschein nach. So. Seltsame Architektur. So sehen bei uns in der Kleinstadt alle Städte aus. Wo sind die Rebellen? Wir kommen. Hallo König. Was für ein wundervoller Tag. Erst die Rebellen und jetzt auch noch der Mana-Ritter. Halt! Mist! An dieser Stelle würde ich den Cut machen. Ja, ich weiß, was du meinst und das werden wir auch tun. Gut. Dann werden wir Leute, das jetzt tun. Danke fürs Zuschauen, Leute, bis hierher. Im nächsten Part geht's weiter. Und lasst euch überraschen, was auf uns zukommt. Ich sag so viel, es wird alsbald in luftige Höhen gehen. Jawohl. Okay. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. So. Moment. Denn als... Ja, so, ja. Moment, ich muss aufheben. Schau auf.